Hallihallo, heute spiele ich Tunic zum allerersten Mal. Ich bin schon sehr gespannt, wie das Spiel wird. Wir starten hier gleich rein. Okay. Oh nein, ich habe jetzt die Sprache vergessen. Nein, die Sprache. Okay. Ich komme nirgends zurück. Oh, ist das süß. Okay, kann ich jetzt wieder zurück ins Menü? Schauen wir mal, ob es Deutsch gibt, wenn es alles andere gibt. Wo ist Deutsch? German! Zurück zum Spiel. Ah, oh, das sieht so süß aus. Oh mein Gott. Okay, so rolle ich mich. Kann ich irgendwie springen oder so? Aha, okay, was auch immer das ist. Das ist die Draufsicht. Hä? Wie habe ich das jetzt nochmal geschafft? Das Rollen. Hä, wie habe ich das gemacht? Ah, okay. Aber ich, aha, das ist die Ausdauer. Okay. Ah, ich habe gedacht, das tut mir jetzt weh, aber anscheinend nicht. Das ist nichts zum Aufsammeln. Okay. Oh, ich liebe das Spiel jetzt schon. Oh, genau meins. Okay. Bin gespannt, wie viel das Spiel dann erklärt. Oder kann man mit der Tastatur irgendwie mehr machen? Nein, da kann man auch nicht springen oder so. Nö, okay. Macht keinen Unterschied. Dann geht's hier weiter. Hier können wir was drücken. Verstanden. Aha, das soll ich auch nicht runter, wie es ausschaut, hoffentlich. Also gut, dass ich da jetzt nicht gestorben bin. Also es geht da gleich in die Höhle rein. Kameraperspektive können wir mal nicht wechseln. Ah, was ist LT? Ich drücke LT. Wieso reagierst du nicht? Oh Gott. Hä? Hä? I don't get it. Hä? Ich probiere es mal mit der Tastatur. Shift. Hä? Upsi. Einfachste Funktion aktivieren. Nein! Nein. Okay, keine Ahnung, was die jetzt von mir wollen. No. Oh. Das sieht aus, als ob der da auf so einem Ecstasy-Trip wäre oder so. Okay, ich hüpfe im Nichts. Was sagt sie jetzt zu mir? Gar nichts. Okay. Ah. Ja, nice. Wie lange habe ich jetzt gespielt? 3 Minuten und schon tot? Das kann doch nur gut werden. Errungenschaft freigeschaltet. Was ist da gerade passiert? Ja, wirklich, was ist da gerade passiert? Ich habe alles gedrückt, was das Spiel gesagt hat, und es war so, ne, kein Bock. Cool. Ja, sie hat wirklich gesagt, you died it. You stupid. So, muss ich das jetzt nochmal machen? Okay. Vielleicht bin ich auch noch nicht bereit, um hier rauf zu gehen. Ah, okay, hier kann ich's. Ah, okay, ist das so dingmäßig? Dark Souls. Oder? Dark Souls heißt es. Was steht hier auf diesem Schild? Pastaton, ja. Okay. Heldengrab. Nein! Ah, ich kann hier noch nicht rein.
Aha, also ich behalte das so nur im Blick, wie es ausschaut. Okay. Ja, vielleicht gehen wir jetzt einfach mal nur in die Höhle rein. Genau, Souls-like. Eigentlich mag ich keine Souls-like-Spiele. Mal schauen. Heute bin ich erst einmal gestorben, also geht ja noch. Ah, jetzt bekomme ich wahrscheinlich eine Waffe, oder? Ein Stock! Das weiß ich aber auch nur durch die Einblende Errungenschaft. In dieser Sprache ist es. Wahrscheinlich dann doch schon. Ich drücke LB. Oder nicht? Hoppala. Doch kein LB gedrückt. Hier kann. Ah, oh, das ist ja cool. Ich kann hier also aussuchen, wo ich das habe. Ich will es bei Y, glaube ich. Oder doch bei A. Aber ich kann es gleich bei A haben. Ah, B ist, glaube ich, ganz gut. Okay. So, rollen wir jetzt X, oder? Nein. Hier schlagen. Passt. Jetzt bekommen die einen aufs Maul. Ich töte dich. Wie viel Freude kann man daran haben, solche süßen, walähnlichen Dinger zu töten? Ja. Das ist die Rache! Lol. Irgendwie krank. Oh, ich habe mich jetzt schon schockverliebt in dieses Spiel. Hoppala. Ja, okay, das soll ich noch nicht vorbei, wie es ausschaut. Hier runterspringen kann ich auch nie. Der schaut irgendwie stärker aus, oder? Aber hin und wieder sollte ich auch mal ausweichen. Was ich sehr cool finde, ist, dass diese Rubine zu einem springen, oder wie auch immer die heißen. Und man nicht danach hüpfen muss oder so. Ich kann hier, glaube ich, immer noch nicht rein, oder? In dieses Heldending. Hoppala, falscher Knopf. Oh, let me in! Ich habe schon einen krassen Dachschaden. War ich jetzt hier links oder bin ich rechts gegangen? Ich glaube, ich bin links gegangen, aber ich glaube, es bleibt egal, oder? Ja, okay. Hier sind noch ein paar Feinde, wie es ausschaut. What else? What else? What else? Oh, schönes Blau hier. Was kann ich hier? Okay, es wird Nacht. Ah, kalt. Nice, jetzt habe ich mich angetropft. Weil nämlich hier an dem Glas das runterperlt. Also den Saft habe ich jetzt nicht verschüttet, Gott sei Dank. Also nicht Saft, sondern Energy Drink. Da will jemand ein Jahr Maul. Okay. Ja, nicht. Ah, so ein schönes Spiel. Okay. Yay, Schlüssel. Ah, Gott. Schade, dass man das nicht auf A ändern kann. Das wäre eigentlich cooler zum Schlagen. Okay. Nein, ich würde es mir nochmal anschauen. Ah! Literally ah. So. Okay, die Feinde schauen jetzt etwas stärker aus. Also das könnte jetzt etwas schwieriger werden. Ja. Wie lange ist jetzt Tunic eigentlich schon draußen? Das weiß ich gar nicht. Das würde mich jetzt eigentlich interessieren. Weiß das vielleicht jemand im Chat? So lange ist es, glaube ich, noch nicht, oder? Ah, vielleicht hätte ich vorher das mit dem Schloss machen sollen. Schlüssel. Wie er sich jetzt weggedreht hat.
Echt jetzt? Bitte Death Ad, Bikerfield. Wird der Weg immer länger? Oh no, ich verstehe schon. Also anscheinend muss ich alles abgehen bis dahin, wo ich gestorben bin. Oh mein Gott, ist das lästig. Bikerfield? Warst du Death Ad oder nicht? Hello. Dankeschön. Wieso geht das jetzt nicht? Hey. Rastet hier aus. Doch, ich bin ja gestorben. Ich bin ja wieder in dieser anderen Welt, oder? Ich glaube schon, dass das Sterben ist. Oder nicht? Was soll das sonst sein? Ich gehe jetzt mal schon davon aus, dass das Sterben ist. Weil es jetzt nicht sterben. Ist das meine Fuchsmama? Hm. Ja, doch, ich bin schon gestorben, wie es ausschaut. Ja, da gehe ich mal nicht mehr hin. Aber ich gehe noch mal kurz zu dieser Tür. Die könnte ich aufsperren jetzt. Ich hoffe, die Ausdauer wird dann mit der Zeit irgendwie besser, weil derweil ist es eher nicht so gut. Aber ich finde es eigentlich ganz nett, dass man eben das selber auswählen kann. Ob man diese Waffe auf A, B oder was? Na, B, X oder Y haben will. Der Beginn des Abenteurers. Die Ostglocke läuten. Ostwald, Heldengrab, Hauptmann der Wache. Ah, das waren Hauptmänner der Wache. Diese grauen Wesen da. Die Westglocke läuten. Altes Haus, geflutete Kanalisation, Seite 29. Okay. Dunkles Grab, Westgarten, Seite 27. In einem fernen Land wurde ein großer Schatz auf ewig versiegelt. Manche meinen, es sei die Macht, dem Tod zu trotzen. Ich wollte jetzt nicht zoomen. Der Spielbildschirm. Okay, jetzt wird mir das Spiel erklärt. Bereitgestellte Ausrüstung. Ah, danke, Cybot, für den Lurk. Zaubertrank, Fokusforscher. Ich sage immer Cybot. Ich bin Tobias noch nicht gewöhnt. Ich hoffe, ich gewöhne es mir an. Lebenspunkt, Ausdauerpunkt, ja. Magiepunkte. Okay. Also diese zwei Seiten haben wir dabei. Gut. Okay, aber Magie kommt wohl noch dazu, wie es ausschaut. Hier geht es wieder raus. Hier wollen wieder ein paar verkloppt werden. Nja, nja, nja. Gut. Jetzt klettern wir wieder hinab. Piu. 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 Ja. Kein Piu mehr. Please don't let me die. Aha, aha, aha. Wo geht's hier weiter?
Dann muss ich hier zurück. Ich glaube, derweil schaut es aus, als ob ich hier zurück müsste. Ich glaube, sie. Rolle hinaus. Und wieder nach oben. So, kann ich hier irgendwas anderes noch anschauen? Nö, was ist das? Okay, da ist noch nichts. Handbuch, okay, nein. Da geht noch nicht mehr, was ausschaut. Ah, die! Die, motherfucker, die! Cool, das muss ich dann wieder für YouTube rausschneiden. Ah, komme ich hier irgendwie durch? Oh, ich würde gerne drüber hüpfen. Ich kann die Dinger, glaube ich, nicht zerstören, oder? Wenn ich länger hier drauf drücke, passiert auch nichts. Vielleicht irgendein Kombo? Nein. Nichts passiert. Passiert, nicht passiert. So. Oh, meine Lebenspunkte sind aber nicht gut. Vielleicht, wenn ich hier nochmal schlafe. Sind die dann aufgeladen? Yes. Es ist so eine Art Checkpoint vielleicht. Also da darf ich nicht hin, da sterbe ich. Da war ich vorher gerade. So, da habe ich vorher schon drüber geschaut. Hä? Wie komme ich darüber? Okay, es ist egal, wie fest oder wie lange ich draufschlage. Hier ist nichts. Kann ich irgendwas anderes kaputt schlagen? Nope. Tricky. Tricky, tricky, tricky. Die Steine schieben, ja, aber wie? Ich wüsste nicht wie. Hoppala. Ich drücke hier gefühlt alles, aber. Nein, ich glaube, die kann ich nicht schieben. Wirkt nicht so. Habe ich vielleicht irgendwas übersehen? Was ist das? Hoppala. Wie komme ich darüber? Da ist nichts. Irgendwie darauf hüpfen kann ich auch nicht. Jetzt cool, dass man das so viele von denen holen kann. Sollte ich mir vielleicht mal kurz das Handbuch anschauen? Okay, vielleicht kann man über dieses gelbe Ding da irgendwie weiterkommen. Wo war das? Diese gelbe Fläche. Nein. Ah, doch, da. Aber hier passiert nichts. Oder muss ich hier. Nein, da ist nichts mehr.
Hä, aber das hat jetzt so gewirkt, als ob hier irgendwas passieren würde, wenn ich da drauf gehe. Aber ich kann hier nirgendwo das aktivieren, oder? Kein Plan. Was soll ich tun? Ja, und hier kann man leider auch nicht runterhüpfen. Das wäre jetzt schon ganz gut. Da war vorher auch nichts mehr drin, oder? Das war hier nochmal der Stock, glaube ich, oder? Ah, kann ich hier vielleicht noch mehr was zerstören? Das hätte ich auch ausprobieren können. Yay! Also das ist auf jeden Fall schon mal zerbrechlich. Okay, da geht's mal nicht weiter. Ist hier sonst noch irgendjemand im Chat, der sich bei Tunic auskennt? Kann man die Steine verschieben? Das würde ich gerne wissen. Der verdammte Heuschnupfen. Hier drüben ist es ja, glaube ich, auch nicht weitergegangen. Raste ein, du Sessel. Gott. Ach, so ist doch besser. Okay. So. Was kann ich tun? Hoppala. Schnell mal gegrunzt hier. Da kann ich noch draufklettern, sehe ich gerade. Wow, wie dumm. Oh mein Gott. Ich hätte mich einfach nur einmal umdrehen müssen. Okay. Was steht hier? Wie cringe ist das? Aber ich finde es irgendwie witzig, das so komisch zu sprechen. So. Stirb! Yay! Okay, ich brauche jetzt derweil doch keine Hilfe mehr. I did it! I did it! Ich habe nur eine dumme Leiter übersehen. Ja, ja, man könnte glauben, ich habe noch nie ein Spiel gespielt. Puh, Gänsehaut. Mir ist der Ventilator doch ein bisschen zu stark. Kann man das jetzt irgendwie... Ich habe das Gefühl, man könnte es vielleicht doch irgendwie... Na, keine Chance. Vielleicht wird es auch später irgendwie aufgelöst. Was haben wir hier? Ostwald! Yay! Ostglockenturm. Okay, da ist irgendwas vorgestanden mit Glocke läuten. Nice. Da noch ein paar Tonkrüge zerstören. Sehr gut. Was haben wir hier für ein Leuchtding? Aha. RT ist Schild, RB ist dann irgendein Trank. Mit A kann ich auch irgendwie ausweichen, gedrückt halten. Aha. Ja, dann kann ich das öfter machen, aber... Jetzt muss ich nochmal kurz ausprobieren. Hä? Okay, das mit gedrückt halten muss ich nicht. Schild habe ich eh sowieso noch nicht. Oder ist hier eins drin? Nope. Hey Molly, wie geht's dir? Schön, dass du wieder da bist. So.
So, was haben wir hier drüben? Aha, da geht's runter. Okay. Bam, bam, bam. So, gehe ich jetzt zuerst drauf. Ja, ich glaube, ich gehe mal drauf. Jetzt hast du das Schuljahr bald überstanden, oder? Jetzt hast du wirklich schon viele Prüfungen hinter dich gebracht, oder? Was ich so im Kopf habe, kann es sein? Voll cool. Hier geht's anscheinend nicht weiter. Nope. Ich glaube, da komme ich dann später irgendwo raus. Nein. Eieiei. Ich finde es immer toll, wie der Bikerfield den Command auslöst, obwohl er immer andere Leute grüßt. Aber irgendwie auch süß. Fast gestorben. Classic, ja. Okay. Hä? Wer hat hier meinen Schatz mitgenommen? Ostwald. Bin ich nicht von hier gekommen? Mir geht's soweit gut. Die Woche war sehr stressig und war deswegen vor allem am Lernen, aber jetzt ist Wochenende. Ja, voll cool, oder? Ich weiß auch so. Wochenende, Montag dann frei. Richtig gut. So, kann ich hier jetzt nicht mehr rauf, oder? Nein. Typical. Ja, mir geht's in Ordnung. Die Arbeit finde ich zurzeit sehr anstrengend. Die Schüler sind halt vor den Ferien meistens. Okay, was steht hier? Blab, blab, blab. Okay, ich lasse es jetzt, glaube ich. Also die Schüler sind auf jeden Fall vor den Ferien noch viel unkonzentrierter als sonst. Ist halt mega anstrengend. Und ja. Ich muss überlegen, ob ich den Beruf wirklich für immer ausüben will. Aber ich glaube, das denken sich viele Lehrkräfte von Zeit zu Zeit. Das ist einfach... Oh Gott. Dass es einfach manchmal so anstrengend ist, dass man sich überlegt, ob es das wert ist. Oder vielleicht jetzt nicht allen so, aber sicher einigen. Ja, also das fasst zusammen. Aber privat alles super. Nur halt jetzt gerade im Beruf ist halt anstrengend. Das Gute ist, dass bald Ferien sind. Ich habe schon einen Countdown am Handy. Es sind noch irgendwie, du Miststück. 36 Tage oder so? Ja. Also es ist ein Lichtblick da auf jeden Fall. Heldengrab, da waren wir doch vorher, oder? Ah, cool, jetzt können wir da hier wieder aufladen. Yay, yay, yay. Coolio. Ah, nein, hier kann ich nicht drüber. Kann ich hier rein? Ja. Ja, ja. Ja, und Molly, du warst ja vorher nicht da. Ich habe ein paar Emotes angeschafft, für wenn ich irgendwann in nächster Zeit hoffentlich die 50 Follower zusammenkriege, dann gibt es einen... Oh Gott, die haben sich jetzt wieder neu aufgeladen. Cool. Dann gibt es einen Krogfech. Oh mein Gott, hat er viele Fälle. Warte. Okay, ich erzähle es kurz so fertig. Dann gibt es einen Krogfächer-Emote, wo dann Fail dabei steht, den wir dann benutzen können. Der ist dann für alle Follower. Also auf das freue ich mich schon richtig. Ich habe erst Ende Juli Ferien. Oh no. Ja, aber sicher, das ist jetzt später als bei uns um ein paar Wochen. Aber es ist nicht ewig. Ich finde, es geht. Wie lange hast du dann frei? Wahrscheinlich, wie viel sind das dann? 6 Wochen oder irgend sowas? Ah, ihr müsst jetzt alle sterben. Ja, voll toll, oder? Und der schaut so cool aus, der das macht. Der hat mir das, der hat mir das schon geschickt. Also ohne Farbe derweil. Hat man nur gefragt, ob das so passt ungefähr. Und ich glaube, das wird richtig nice. Oh mein Gott, sind die stark? Stirb! Hier war ich schon, oder? Kann ich hier drin nochmal weitergehen?
Ja, und eigentlich müsste der Emote nach dir benannt werden fast, oder? So, weil das ja von dir getriggert wurde. Aber ja. Da kannst du dir auf jeden Fall dann ein bisschen was, kannst du dir was drauf einbilden dann. So. Wo geht's hier weiter? Hier ist ein Schatz. Also Tunic ist echt cool und ich habe jetzt eigentlich Magie. Bruh. Oh. Okay. Keine Magie. Einfach nur wieder aufgeputscht. Hä? Ist ja komisch, kann ich da nicht runter? Okay. Okay, da geht's mal nicht weiter. Sauerkrauti, hallo. Ja, ich habe gerade das Spiel angefangen. Vor, wie lange spiele ich denn jetzt schon? Oh, ich muss jetzt bald dann den Akku von der Kamera wechseln. Sehe ich gerade. Boah, wo steht das, wie lange ich online bin? Ja, ich glaube, ich spiele es jetzt so eine halbe Stunde oder so, dreiviertel Stunde, irgend sowas. Und es ist richtig süß. Spielst du das öfter, Sauerkrauti? Übrigens, witziger Name, muss ich sagen. Sauerkrauti. Hat irgendwie was Süßes. Ah, hier geht's weiter, glaube ich. Schaut irgendwie so aus, oder? Nein? Okay, doch nicht. Nein, es gibt irgendwie nicht so wirklich eine Background-Story. Also, ich bin vorher, glaube ich, gestorben. Aber, oh mein Gott, oh mein Gott. Ah! Aber es ist auch irgendwie nicht ganz klar, ob das wirklich ein Tod war. Weil dann die Errungenschaft gekommen ist, was ist hier passiert. Also derweil habe ich keine Ahnung, was hier los ist. So wirklich. Ich habe hier nur ein Handbuch. Da stehen so, ja, eigentlich nur die Sachen drin. Da das mit dem Schatz, dass manche meinen, dass man dann dem Tod trotzen kann. Aber sonst ist es eigentlich eher mehr so ein Handbuch. Ja. Na, ich schaue nur gern sicherne Games zu. Ah, okay. Story ist momentan noch kryptisch. Ja, genau. Stimmt. Ah, fuck. Falscher Knopf. Und wie ich sehe, Sauerkrauti, du bist ein Österreicher. Weil du so schreibst. Kann das sein? Ah, ist es das wert, jetzt hier zu speichern? Naja, wird nicht helfen. Ja, ich bin gespannt, was da noch rauskommt bei der Story. Ob das jetzt so kryptisch bleibt oder nicht. Aber bei Game 2 hat es auf jeden Fall. Cool, Ziel erfasst, okay. Hat es auf jeden Fall so gewirkt, als ob die schon eher das Spiel mögen würden. Was? RT und A? LRT? Hä, aber ich habe ja noch gar kein Schild. Das macht jetzt noch keinen Sinn. So, wo war ich denn hier noch nicht? Da konnte ich nicht runtergehen. Habe ich das schon kaputt gemacht? I don't know. Ja, geh gern mal, wenn man fahrt, ist den Österreich-Tag durch, wenn man dann normal schreiben kann. Okay. Jetzt muss ich die Kamera wechseln. Akku wechseln. Okay, wow. Und weißt du, worauf ich gerade drauf gekommen bin? Sauerkrauti. Du hast natürlich nicht Tag gemeint, sondern Tag. Ja. Manchmal scheint meine Intelligenz nicht wirklich durch. Paar zum Heldengrab. Der schaut fett aus. Also im Sinne von starker Gegner, nicht irgendwie jetzt Bodyshaming oder so. Ja, Sauerkraut. Also wenn du solche Spiele magst, normalerweise spiele ich sehr viel Zelda auf diesem Kanal. Also Breath of the Wild. Und ich habe eben Tunic gesehen. Also eh schon länger her. Und da habe ich dann gemerkt, dass es, das haben sie auch, glaube ich, in vielen Reviews und so gesagt, dass es sehr, ja, Zelda-like ist. Und deswegen habe ich mir gedacht, ich schaue mir das mal an. Und falls du dich wunderst, warum ich so, rede, oh Gott, das mache ich, weil hier einige Deutsche auch zuschauen. Und wenn ich dann so reden würde, dann würde mir vielleicht irgendwer aus Norddeutschland nicht mehr verstehen. Also eigentlich rede ich Salzburgerisch, aber
Für Twitch nicht. So. Was ist klar? Also klar. Wegen dem Hochdeutsch. Ist immer so blöd, wenn der Chat so ein bisschen zeitverzögert ist, weil dann weiß man nicht immer, worauf sich die Leute beziehen. Aber ich gehe mal davon aus, auf das Hochdeutsch. So, jetzt sollte ich da mal wieder was trinken. Wegen Hochdeutsch. Okay, passt. Dann habe ich sie richtig geschätzt. Well, damn. Oh. Nice. Wow. Relativ gut gegangen, muss ich sagen. Look at me. Ah, schön. Und wie bist du euch auf den Namen Sauerkraut gekommen? Liebst du Sauerkraut so sehr oder war das einfach so eine Eingebung, sag ich mal? So, ja, hier komme ich nicht vorbei. So eine... Ja, ich sag's jetzt nicht, oder muss ich es wieder rausschneiden für YouTube? Nein, da will ich noch nicht hin. Und da kann ich noch nicht hin, oder? Hier geht's noch runter. Aha, hier muss ich was umlegen, okay. Hm, Coolio, aber da kann ich nicht drauf. Okay, hier geht's glaube ich auch irgendwo weiter, oder schade. Oh nein. Das ist irgendwie komisch bei dem Spiel. Es schaut manchmal so aus, als ob es weitergehen würde, aber es geht gar nicht weiter. Da kann ich auch noch nicht hin. So. Hoppala, ich wollte dich schlagen. Oh, ein Schwert. Yay. Ja, sicher will ich das Schwert. Hallo? Stream schon seit 2009 und habe dann 2014 ein bisschen aufgehört oder nur von Zeit zu Zeit. Just for fun. Und Anfang ersten Lockdown wollte ich wieder mehr streamen, fand meinen alten Namen da nicht mehr so nice. Lange überlegt und random auf Sauerkraut gekommen und noch I dazu gemacht am Schluss, weil alles mit I am Schluss süß ist. Ah, okay. Okay, cool. Ja. Cool, jetzt kann ich hier das wechseln. Ah, bin ich ein Trottel. Ein Schwert. Richtig cool. Okay, auf was nehmen wir das? Y. Oh nein, eigentlich hätte ich es lieber auf B und dann das auf Y. Hä? Ja. Ah, wie dumm kann man sein? So, hier schließe ich das wieder. Nice. Oh mein Gott, ich kann jetzt überall durch. Yes. Ich sag's euch, ich liebe das Spiel jetzt schon. Einfach hier mal alles durchfetschen. Juhu. Ja, ich habe das Gefühl, ich sollte jetzt überall zurück und dann nochmal alles durchfetzen, aber vielleicht kommt man dann eh irgendwann mal wieder da durch. Ich habe halt das Gefühl, dass ich hier überall irgendwas verstecken könnte, wenn ich da durchfetze. Ich hoffe, ich kann das Schwert auch die ganze Zeit verwenden. Hoppala. Nicht, dass es dann ist wie beim Master-Schwert. So, ich muss mich wieder aufladen. Das war mir jetzt zu viel Arbeit. Ups, das war jetzt ein bisschen laut. Sorry. Kopfhörer-Rip. Okay, hier passiert nichts mehr. Ah, da komme ich, glaube ich, dann wieder zurück. So, komme ich hier noch irgendwie rauf, weil da oben ist ja noch der Schatz. Wap, blap, blap. Nice. Ah, ich werde überschüttet. Okay, da kann man nicht drüber hüpfen. War hier sonst noch irgendwas, wo ich mich durchschlagen müsste? Nein. Okay. Dann gehen wir eben wieder hinunter.
hinunter. Ah, freut mich voll, dass heute ein paar Leute im Chat sind. Das macht das Spielen irgendwie schon lustiger. Macht schon Spaß, wenn man nebenbei so ein bisschen quatschen kann mit den Leuten. Also, wer hier gerade zuschaut oder einen Kanal hat, gerne in den Chat schreiben. Ich quatsche gerne und viel. Ja, Sauerkraut, ich glaube, ich habe dich gar nicht gefragt, wie es dir geht. Wie geht's dir? Das frage ich eigentlich immer, wenn wer in den Chat kommt. Und es ist eine ernst gemeinte Frage, weil das hat auch schon mal jemand gesagt, dass das ja nie ernst gemeint ist. Aber ich will es wirklich wissen. Mich interessiert das, was die Leute zu sagen haben. So, wir haben mal alles durch. Sebon. Hier gibt es einen Geheimgang, wie ich sehe. Oh, oh. Kannst du bitte auf die fokussieren? Danke. Oh, shit, die sind stark. Oh, shit, oh, shit, oh, shit. Und tschüss. Und tschüss. Und tschüss. Ich glaube, ich lade hier vorher mal lieber... Ah, die laufen wieder. Nein, nein, nein. Oh Gott. Ja, bin happy nach was wochenlang vielen Arbeiten jetzt im Urlaub bis zum 19.06. Hä, hey, voll cool, das sind ja 16 Tage. Das ist nice. Was arbeitest du, wenn ich fragen darf? Also wenn du es erzählen willst natürlich. Oder zumindest in welcher Branche. So. Let's fetz. Soll ich mir das antun da oben? Die haben schon ziemlich stark ausgeschaut, die Gegner. Passiert hier eigentlich schon irgendwas? Nö. Hier kann ich nicht weiter. Ich habe ein bisschen Angst vor den Gegnern da drüben. Vor allem, die haben ein Schild. Vielleicht versteckt sich hier jetzt irgendwo ein Schild drin. Enttäuschend. Nur Perlen. Oder Rubine, was auch immer das sein soll. Fahr so Güterzüge durch Österreich und halb Deutschland. Ah, cool. Okay. Hört man eigentlich auch selten, finde ich. Also ich kenne keinen, der da in so einem Bereich arbeitet. Gefällt's dir? Ist das ein cooler Job für dich, oder? Wie ist das so? Ist wirklich mal interessant. Die schauen richtig scheiße stark aus. Ah, ich hätte den Drang noch nicht zwingen sollen. Oh mein Gott. Oh mein Gott, sind die stark. Ah, geil, egal, wie gut du fährst. Sauerkraut fährt Güter. Ich liebe Wortwitze. Ich finde es so toll, dass sich in meinem Chat immer Leute verirren, die... Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wortwitze genauso sehr mögen wie ich. Schon witzig, wie man eigentlich so die Leute anzieht, die eh genau zu einem passen. Vielleicht könnte ich auch mit Ausweichen manchmal arbeiten. Eigentlich mega anstrengende, zache Arbeit, besonders der Schichtdienst und drüber schlafe ich, aber man verdient nicht schlecht. Okay, und es ist halt schon eine Genugtuung am Ende des Tages. Ja, das hört sich aber eh nicht so schlecht an. Aber ja, das glaube ich schon, dass das anstrengend ist. Muss man halt doch wahrscheinlich sehr konzentriert sein, kann ich mir vorstellen. Schon eine Verantwortung auf jeden Fall. So, jetzt kann ich meinen Drink nehmen. Wow. Die ist einfach krass stark. Damit sterbe ich gleich. I died it. Danke, Weckefisch. Oh Mann, ich habe Angst. Blutung, gib mir. Ah, Gott, sind die stark. Und Lokführer kennt fast keiner, weil sie meistens arbeiten, waren andere bringen. Ja, stimmt. Stimmt. Solche Leute lernen wir nicht so leicht kennen. Da hast du wahrscheinlich recht. Oh, meine Seele. Lasst mich hin. Ah, Gott sei Dank. Gott, 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 Gott.
Ich will ihn einfach nur weg. RIP. Ja, wirklich. Alter. Das hat sich jetzt nicht ausgezahlt da drüben. Komm ich hier irgendwie runter? Oh, nö. Na? Ja, das ist die andere Seite von vorher. Wow, 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 wow. Nice. Eine Bombe. Und was zum Essen. Ah, das wäre eigentlich bei Y interessant. Okay, cool. Nein. Oh Gott. Was schreibt die Molly hier? Nächste Woche geht's dann bei The Wind of Benny. Hä, voll cool. Ja, schreibt mich. Dich. Kannst mir dann schreiben, ob du dir was angeschaut hast von dem, was ich dir geschrieben habe. Würde mich interessieren, ob es dir genauso gut gefällt. Ah, habe ich das jetzt nicht da gespeichert auf dem Y? Was macht das eigentlich? Ah, aufladen. Cool. Ja, dann sind die Ferien ja wirklich nicht mehr in so weiter Ferne. Wenn du nächste Woche in Berlin bist, dann wird es ja immer kürzer. Ja, was ist hier aufgemacht worden? Ist es hier Microsoft Edge offen? Lol. Also ich bin ja wieder im Spiel. Oh Gott, ich habe Angst. Mami. Vielleicht sollte ich einfach so eine Bombe rein. Hui. Hat das irgendwie geholfen? Oh no, bin ich dumm. Jetzt bin ich da wieder rüber gerollt. Jetzt wahrscheinlich ist es wieder wurscht, oder? Cool, fuck my life. Oh Gott. Nein. Falsch, falsch, falsch. Yes, haben jetzt das Programm bekommen und es ist ziemlich viel geplant. Mal schauen, wie viel da noch reinpasst. Ah, okay. Ja, aber solange es ein cooles Programm ist, ist es dann eher so Sightseeing-mäßig oder macht ihr so Schnitzeljagden oder weißt du das schon so ungefähr, was ihr da so vorhabt? Ich will nur hierher. Ah, lass mich daneben! Gott. So, ich hol mir noch schnell die Bombe wieder. Oder habe ich die jetzt quasi verbraucht? Schauen wir mal. No. Lüchte traurig. Dafür gibt es dann übrigens auch einen Emote. Also reinfollowen, damit ihr coole Emotes bekommt. Boah, bin so lame. Ich glaube, es zahlt sich echt nicht aus, hier zu kämpfen. Die sind einfach zu stark. Verbraucht, Ausdauer, coole Errungenschaft. Danke, liebes Spiel. Jetzt sehe ich es nicht. Ah, wo steht jetzt der Follow? Sauerkraut ist dir gefolgt. Cool, vielen Dank. Freut mich. Ja, genau, Affiliate wäre schon sehr cool. Ausweichen. Ja, die schaffe ich sogar noch, die Gegner. Aber der eine da, der ist schon krass stark. Ja, Sauerkrati. Jetzt nur noch 8 Leute. Also wenn du 8 Leute kennst. Na, Spaß. Dann gibt's die Emotes hoffentlich. Also sie sind noch nicht ganz fertig. Es fehlt noch die Farbe. Aber alsbald gibt es dann die Emotes. So, Presse. Das hoffen wir schon. Ja, ich hoffe es. Das wäre schon cool. Jetzt arbeite ich wirklich schon hart daran. Ich habe sogar einen neuen Overlay hier, damit das alles ein bisschen netter ausschaut. Weil der Overlay vorher hat mir nicht mehr so gut gefallen. Was hat sich jetzt verändert? Ah, da unten. Und ja. Deswegen... Zumindest Affiliate wäre cool. Partner wird sowieso nicht jeder. Also,
keine Ahnung. Aber ich glaube, man kann dann trotzdem ab 100 Followern irgendwie noch mehr Sachen einrichten und so. Es ist wirklich manchmal schwer, gleichzeitig zu reden und zu spielen. Kommt dann teilweise irgendein Quatsch raus. Das hat heute bei mir auch eine Kollegin gesagt, da wollte ein Kind mit ihr sprechen. Und dann hat sie auch gesagt, ja, dass sie nicht gleichzeitig schreiben und reden kann, weil dann redet sie nur Blödsinn oder irgendwie so ähnlich. Da habe ich mir gedacht, ja, that's me. Es ist wirklich nicht so einfach. Und Multitasking gibt es ja eigentlich gar nicht wirklich. So, da geht die Leiter runter. Was ist hier noch? Und tschüss. Wachhaus. Oh. Ist hier unten mal wieder irgendwas zum Speichern? Das wäre gut. Ist halt geil, mit dem Schwert sterben die halt instant. Ich glaube aber nicht, dass sich hier bei diesen Bäumen irgendwas befindet. So. Ich habe das Gefühl, hier gibt es aber auch sehr viele Wege, wo man weitergehen kann immer. Und derweil gibt es ja noch keine Map. Das ist irgendwie gar nicht so leicht zu merken. Hier war ich schon. Kann ich hier jetzt irgendwo speichern mal? Nein. Sollen das eigentlich Büsche sein? Ich glaube schon, oder? Wenn man es oft genug macht, dann schafft man das schon zocken und reden und denken gleichzeitig. Ja, eigentlich habe ich es jetzt eh schon oft gemacht, aber es wird irgendwie nicht besser. Aber ja, sicher. Wenn ich noch mehr Zeit rein investiere, dann wird es eh besser, aber... Ich glaube aber auch, dass es da Leute gibt, die das besser können als andere. Ich war da eigentlich noch nie so der Typ dafür. Ich kann auch zum Beispiel nicht... geht's hier nicht weiter? Das ist ja komisch. Ich kann zum Beispiel auch nicht gleichzeitig was lesen und Musik hören oder so. Und wenn ich nebenbei irgendwie Unterricht vorbereiten muss, weil ich bin ja Lehrerin, kann ich nur meistens so Musik hören ohne Text. Außer es ist irgendwas, wo ich mich fast nicht konzentrieren muss, aber das ist schon hart. In verschiedenen Museen und Gedenkstätten. Wir gehen auch in den Bundestag und an den Abenden ins Theater. Oh, ja, aber das hört sich dann interessant an. Also Gedenkstätten waren wir auch ein paar, Museen auch. Im Theater waren wir gar nicht. Also, ja, auf jeden Fall schöner Plan. Da hoffe ich, dass du dann viel Spaß hast in Berlin. Voll cool. Wie gesagt, die Leute in Berlin sind halt irgendwie nicht so meins. Oh mein Gott, sind die stark. Nein. Oh Gott, jetzt war ich weit zurückgeworfen. Life. Es ist wirklich Souls-like. Ah, raff. Oh Mann. Was für eine Scheiße hier. War ich hier schon? Hä? Nein, ich muss hier, glaube ich, unten weiter. Ja, bitte berichte gerne, Molly. Interessiert mich dann wirklich, wie es dir gefallen hat. Und was du zu den Leuten sagst vor allem. Weil wie gesagt, die Berliner sind irgendwie nicht so meins, aber ich glaube, die meisten Leute sind der Meinung, dass Berliner irgendwie, ja, eigen sind. Nett gesagt. Es gibt sicher auch nette Menschen in Berlin, aber... Verschluckt. Kleine Sünden, bestraft der Herrgott sofort. Gott. Was ich eigentlich sagen wollte, dass das ja, glaube ich, eh die meisten Leute so denken. Dass die Berliner eher, ja, nicht so nett sind, beziehungsweise halt diese Berliner Schnauze haben, die man so kennt. Und ja. Mehr muss man, glaube ich, eh nicht sagen. Das ist eh bekannt. Aber an sich ist Berlin, finde ich, ganz interessant. What? Den habe ich weggefetzt, nur durch mein Seele-Holen-Ding. Oh mein Gott, wieso brauche ich hier Ausdauer, anstatt dass ich zuschlage? Ah! Nein! Nein, 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 nein! Upsi.
Selbe ist bei uns in Österreich. Dass es nette Leute gibt und nicht so nette Leute. Ja, das stimmt. Es ist wie mit den Wienern. Die mögen auch viele nicht. Also ich finde Wiener jetzt nicht so schlimm, aber ja. Liegt wahrscheinlich auch daran, dass ich mal kurz selber in Wien gewohnt habe und mein Bruder auch in Wien wohnt. Ja, Wien ist anders. Kennt man ja den Spruch. So ist es halt. Danke, dass du dein Death Ad so gut machst, Bikerfield. Kuss. Kuss auf die Nuss. Kann ich hier eigentlich wirklich nirgends speichern? Muss ich jetzt diese Scheiße immer wieder durchlaufen? Wah. Wie halten andere Leute Souls-like aus? Vielleicht zerstöre ich. Ah, fucking hell. Nein! Heute schon wem zugeschaut in Elden Ring, der 3 Stunden den Boss immer und immer wieder gemacht hat, bis er ihn geschafft hat. Alter! 3 Stunden! Ja, ich versuche bei jedem Tod was mitzunehmen, aber es ist echt nervenaufreibend. Also irgendwie ist Tunic schon ein bisschen Souls-like, muss ich sagen. What the fuck? Ja, irgendwann schaffe ich es sicher, aber es ist einfach am Anfang natürlich immer ein bisschen lästig. Die laden sich ja halt auch immer so krank auf hier. Diese Schweine. Kann man hier irgendwo weiter? Nope. Nope. Es ist halt aber nervig, weil diese ganzen Gegner respawnen. Aber ich glaube, das ist auch normal für ein Souls-like. Was ich so weiß. Und hier oben war, glaube ich, sonst nirgends was zum Speichern. Vielleicht muss man die auch irgendwie so in eine... Oh, shit. In eine Ecke drängen oder so. Ah, man muss halt echt aufpassen, wenn die sich so aufladen. Ja, hier ist halt auch nichts zum Speichern. Sad. Jetzt habe ich hier voll Energie verbraucht. Für nada. Na gut. Dann gehen wir wieder zum Gegner. Wie der schon so geht. So. Ich will nicht. Ich habe hier halt leider echt nichts in der Tasche sonst. Ach du Scheiße, lerne ich endlich mal draus, dass ich hier ausweichen muss. Der Scheiß ist, es lädt halt auch nicht neu. Aha, na. Ich hoffe, ihr haltet es noch aus. Lel. 7-mal. Wah. Okay, ich weiche einfach nur noch aus, jetzt um Energie zu sparen. Keinen Bock. Tschüss. Ja, kannst mir schon nachlaufen. Ich habe gedacht, er läuft mir weiter nach. Ah. Wenigstens das nicht. Gut wäre es, glaube ich, die Beine immer gleichzeitig. What? Ich habe es geschafft. Ich wollte gerade noch sagen, gut wäre es, immer die Beine gleichzeitig zu erwischen. Yes, I did it. Einen Rage-Emote wird es übrigens auch geben. Und einen Emote, der glücklich ist. Also glücklich, Rage, traurig. Und den Krogfächer-Emote mit
Fail. Ja, vielen Dank, lieber Bikerfield und Sakrati. Hätte ich geschafft. Aber hier kann man irgendwie immer noch nicht speichern. Ja, danke, danke. So. Ja, es ist kein What the fuck-Emote, es ist ein Fail-Emote, der kommt. Das war nämlich nicht so billig. Krasser Skill, oder? Ich musste nur 7 Mal sterben. Aber hey, ich bin draufgekommen, dass ich beide gleichzeitig attackieren muss. Hätte ich auch schon früher draufkommen können. Das ist mir richtig warm geworden. Boah. Ja, mit dem Krogfächer wäre das One-Hit gewesen. Stimmt. Wieso haben die bei Tunic keinen Krogfächer? Amateure! Damit wäre ich kein einziges Mal gestorben. Wahnsinn. Einmal mit Profis. Naja, Krogfächer, die Geheimwaffe. Das schaut immer aus, als ob es weitergehen würde. Das ist so random. Das haben sie bei Game 2, glaube ich, auch gesagt. Das ist manchmal wegen der Kameraperspektive so blöd ist, dass man da fast solche Geheimgänge verpasst. Deswegen gehe ich jetzt in jedes Eck. Yes. Oh, hier ist nichts dran. Sad. Hier ist es so verdächtig ruhig. Ich nehme lieber mal sicherheitshalber den Trank, nicht, dass hier auf einmal ein starker Feind kommt. Hoppala, das wollte ich nicht. Okay, hier ist mal nichts. Dip, dip, dip. Oh, der geht so süß. Also den Ventilator hört ihr nicht, oder? Gehe ich davon aus, weil keiner was reingeschrieben hat. Dann passt das hoffentlich. Bra, bra, bra. Errungenschaft freigeschaltet. Klingt. Ja. Ich bin so ein krasser Weirdo. Das stört eh schon aus wie bei Zelda irgendwie. Oh, nein, ist das was anderes? Okay, ich habe gedacht, das ist jetzt zum irgendwie dran schlagen. Was heißt das jetzt? Hat es jetzt gespeichert? Hey, ich bin jetzt wieder hier. Da war ich vorher schon. Yay. Ich bin wieder da. Ich war lange weg. Doch jetzt bin ich back. Ich glaube, man merkt, dass ich ein Cold Mirror Fan bin. Da bin ich nicht zurückgekommen. Da gehe ich mal lieber nicht hin. Bye, bye. Ba, 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 ba. So. Aber jetzt bin ich zurück mit einem Schwert. Kann ich alles zerstören? Cool, aber hier geht's eh nichts weiter. Chippo. Chippo. Boah, das war jetzt laut. Sorry. Oh, ich liebe das Spiel so. Beste Entscheidung. Geld richtig investiert, würde ich sagen. Zack, 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 zack. Ich säge hier durch. Sollte ich da nochmal nach unten laufen? Die Frage, ob sich das auszahlt, wenn ich hier alles so zurückgehe. Da kann ich eh nirgends hin. Und da drunter ist nie irgendwas. Derweil zumindest. Aber ich schaue sich jetzt, habe ich hier nochmal kurz runter, ob hier noch. Na, da ist nichts mehr. Da komme ich nicht weiter. Hier auch nicht. Okay, doki, Artischoki. Hier geht's nochmal runter.
Ich glaube, es zahlt sich nicht aus, wenn ich zurückgehöre. Da ist nirgends. Hoppala. Da ist eigentlich nirgends irgendwas Sinnvolles. Oder was sagt ihr? Glaubt ihr, macht es Sinn, dass ich hier so ein bisschen Backtracking mache? Oder ist es eher Zeitverschwendung? Ich glaube, dass sich schon ein paar Wege auftun würden. Wie hier jetzt zum Beispiel. Hier war ich noch nicht. Die Frage ist es so gewollt vom Spiel? I don't know. Ah, okay. Das heißt, die Stationen zwischen den einzelnen Leveln, sage ich jetzt mal, kann ich hier jetzt quasi freischaufeln. Also die Wege. Kann nicht schaden, sagst du bei Gefühl. Okidoki. Dann mache ich das so. Irgendwo hier konnte ich speichern, oder? Da geht es noch nicht weiter. Meine Nase juckt. Aber hier. Okay. Hä? Das ist ja random. Okay, ist passiert nichts. Okay, also diese Stimmgabel da bringt nichts. Wenn sie eine Stimmgabel darstellen soll. Wo habe ich hier vorher gespeichert? Irgendwo war da doch was, oder? Lol, wie ich vorher immer Angst hatte vor diesem Riesenwal. Ah, hier kann ich speichern. Yay! Also ich glaube, sie speichern. Kommt mir vor. Okay, schauen wir mal hier rüber. Ich glaube, ich laufe jetzt ziemlich random rum. Vielleicht hätte ich auch wirklich oben bleiben sollen. Hier geht's runter. Da waren, glaube ich, ziemlich viele Feinde, was ich mich erinnern kann. Da kann ich reinschauen. Okay. Ziemlich viele Wachen. Wollen wir in ein Schloss kommen? Ist das irgendwie die Backstory? Interessant. Ein komischer Wasserstrahl. Wow, Wasserstrahl. Wasserfall. Das ist das Wort. Oh no. Sicher will ich das Zeug. Hallo. Oder muss ich eins auswählen? Oh mein Gott, bin ich dumm. Ich muss das hier kaufen. Cool, jetzt habe ich extrem viel Geld ausgegeben. Ich dussel. Okay, now we know. Das ist ein Shop. Hier wird dir nichts geschenkt. Manchmal könnte ich auch ein paar Sekunden weiterdenken. Okay, also da geht schon mal nicht weiter. Ich glaube, ich muss hier fast runter. Ah, diese Haare jucken so. Achso, das war von der Leiter. Ist es hier oben nicht vorher weitergegangen? Bin ich nicht irgendwo da drüben? Wo war denn das? Bin ich da vorher rausgekommen? Oder komme ich da jetzt eh nicht mehr rauf? Ach, egal. Vielleicht komme ich da später eh nochmal drüber. Ach, doch, passt schon. Richtiger Weg. Ich schaue gerade, wie lange ich streame. Boah.
Die Tunic-Folge ist schon sehr lang jetzt. Ich glaube, ich muss dann mal kurz auf Aufnahme beenden und dann eine neue Aufnahme starten, damit das Spiel nicht zu lang wird. Das Video. Hey, hey, hey. Und was sagt ihr? Wie gefällt euch Tunic bisher? Schon ziemlich Zelda-like, oder? Aber ich finde es echt süß. Wie gesagt, etwas Souls-like. Aber ich finde es ganz gut. Aha, ich habe dich schon vorher gesehen. Ah, hier geht's nochmal zu einem Schatz. Sehr gut, das hat sich wieder ausgezahlt. Ich finde es bis jetzt auch sehr toll. Super. Das ist ja schon mal ein gutes Zeichen. Wenn es den Zuschauern auch gefällt. Okay, das zahlt sich noch einmal nicht aus. Also, was würdet ihr dazu sagen, wenn ich das öfter im Stream spiele? Wieso passiert hier eigentlich nichts? Keine Ahnung. Oder lieber nicht. So. Wow, ich werde echt schon besser. Krass. Schon ein recht interessantes Game. Bikerfield sagt Daumen hoch zu öfter spielen. Super. Okay. Keine Sicherheit, geringe Stabilität, Stärke verwundbar. Augenblick der Sicherheit. Aha. Okay. Achte auf die Staubwolke und Verwundbarkeit. Stabilität. Ausdauerpunkt. Okay. Ich habe noch immer kein Schild eigentlich. Also, während die Staubwolken da sind, passt es, okay. Ja, finde es auch ganz gut. Ehrlich gesagt, meiner Meinung nach nicht so ähnlich zu Zelda, aber ganz schön ist es trotzdem. Ja, also es hat natürlich jetzt nicht diese Rätselelemente, sage ich mal. Aber ich finde es so, wie soll ich es sagen? Irgendwie, es ist jetzt nicht Breath of the Wild oder so, aber vielleicht so Link's Awakening in die Richtung. Und auch so von der Kleidung und so. Keine Ahnung, es ist nicht genau Zelda natürlich, aber es ist, finde ich, ähnlich irgendwo. Muss ich schauen, dass das gleichzeitig läutet und dann zu dem anderen laufen? Das wäre möglich, dass das hier gemeint ist. Aber das geht sich ja nie im Leben aus. Ich verstehe noch immer nicht ganz, was mir diese gelben Stationen bringen. Aber es wird wohl hoffentlich irgendeinen Sinn haben. Ja! Boah, ich sollte öfter ausweichen. Okay, das war's hier. Alle besiegt. Es ist schon echt knapp hier mit dem Leben. Ja, in einigen Punkten gibt es schon Ähnlichkeiten in manchen Zelda-Spielen. Mhm. Stimmt. So, was haben wir denn hier Schönes? Da geht's drauf. Hä, das kann man nicht nehmen? Okay. Hä, wieso kann man das nicht nehmen? Ah, ich habe das Gefühl, das sollte man eigentlich nehmen können hier. Boah, wie dumm. Oh, look at this. Ist das wieder so zum... Okay, nein. Ich hätte gedacht, das ist irgendwie zum Aufladen. Dann eben nicht. Nein. Ach, doch. Ich habe gedacht, ich komme jetzt nicht zu dem. Hm? Dynamit. Ja. Yes. Jetzt habe ich schon 5.
Mhm, das kann man noch nicht verwenden. Okay. Good to know. Achso, da war ich hier gerade. Lol. Ich habe das Gefühl, ich bin schon ewig online, aber es ist erst fast 9:45. Ich habe gedacht, es ist schon später. Cool, die sind wieder gespawnt. Da komme ich anscheinend... Achso, das ist jetzt ein neues Areal. Die sind nicht wieder gespawnt. Oh Gott, da ist wieder ein riesenstarkes Ding. Oh Gott, na, bitte. So. Ich habe das Gefühl, ich könnte hier ewig spielen, aber kann man hier eigentlich speichern auch? Oder ist es nur bei diesem einen Bildschirm? Ich glaube, ich muss tatsächlich immer bis zu diesem Platin gehen, um das zu speichern. Ja, das war fast klar, dass ich hier nicht durchkomme. Das habe ich irgendwie erwartet. Wie das Ding mich hier beobachtet. Schau ich das an. Das ist ein Creep. Dafür bin ich noch nicht bereit. Er ist echt mega stark. Ah! Ah, jetzt komme ich hier durch. Sehr gut. Okay. Ich spiele jetzt hier noch kurz... Ah, danke schön, Molly. Ich spiele jetzt noch kurz... Ah, bis ich hier irgendwo speichern kann. Ich glaube, dann lasse ich es für heute. Jetzt bin ich eh schon fast 3 Stunden hier. Ihr könnt ja schon mal überlegen... ob es irgendwas gibt, wo ihr gerne hingeradet werdet. Zahlt sich das aus mit 5 Leuten? 4 Leute, oh. Nee, okay. Vielleicht dann kein Raid heute. Keine Ahnung, ob sich wer noch über 4 Leute freut. So, zahlt sich das aus? Komme ich da? Aha, da sind die nächsten, okay. Dann komme ich noch nicht drüber, wie es ausschaut. Du findest, Raiden zahlt sich aus? Okay, na gut. Dann könnt ihr schon mal überlegen, wo wir hinraiden. Ja, ich hätte sowieso irgendwie einen kleineren geradet. Das macht immer mehr Sinn, finde ich. Die freuen sich meistens ziemlich. Ah! Upsi. Okay, ich mache hier nächstes Mal weiter. Kurzer Abmod für das Video. Also, vielen Dank fürs Zuschauen. Das war jetzt der wahrscheinlich erste Teil. Ich weiß es nicht jetzt, je nachdem wie es halt jetzt im Titel steht. Das war auf jeden Fall der erste Teil von Tunic. Ja, vielen Dank fürs Dabeisein. Gerne hier unten abonnieren, Kommentare hinterlassen. Hier könnt ihr noch alte Videos anschauen. Und bis zum nächsten Mal. Ciao!